style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going. Ich möchte ja nicht unhöflich sein, aber ich wäre jetzt ganz gern allein. Und wer sind Sie überhaupt? Oh, mein Name ist Müller Lüdenscheid. Ah. Klöble, Dr. Klöble. Angenehm. Angenehm. Oh. Können Sie mir sagen, was Sie in meiner Badewanne machen? Ah, also, ich kam von Ping-Pong-Keller und hatte mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Aber jetzt wissen Sie ja, dass Sie in einer Fremdwanne sitzen und baden trotzdem weiter. Von Baden kann nicht die Rede sein. Ist ja kein Wasser in der Wanne. Also, als ich das Bad betrat, saßen Sie im warmen Wasser. Aber Sie haben es ja wieder abgelassen. Weil Sie es ja eingelassen haben, Dr. Klöbner. In meinem Bad. Pflege ich das Badewasser selber einzulassen. Na, dann lassen Sie doch jetzt ein. Mein Badewasser lasse ich selber ein, wenn ich es so richtig halte. Gewiss, natürlich. Herr Müller-Lüdenscheid, es wäre ja immerhin denkbar, dass es gewisse Argumente gäbe, die dafür sprechen, jetzt Wasser einlaufen zu lassen. Sie können sich eine eigene Meinung überhaupt gar nicht leisten. Herr Müller-Lüdenscheid! Herr Dr. Klöbler, ich lasse das Wasser ein, das ist höchste Trompeten! Na also. Was machen Sie da? Ich lasse etwas Kühleres aus Hand zu. Das ist sehr aufmerksam. Aber ich hätte doch gerne noch eine Kleinigkeit von dem Heißen. Wenn ich jetzt einen Schuss von dem Kalten dazu nehmen würde? Das war eine Idee zu viel. Ach. Ich glaube, noch ein paar Tropfen Heißes. Und man könnte sich einigen. Geht es so? Oh ja. Oh, vielen Dank. Bitte sehr. Die Meerjungfrau bleibt draußen. Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit meiner Meerjungfrau. Nicht mit mir. Aber ich kenne sie ja erst seit heute. Wenn Sie die Meerjungfrau hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus. Das sind wohl die Erpressemethoden Ihrer Gangsterfirma. Herr Dr. Klöbner! Herr Müller-Lüdenscheid! Herr Dr. Klöbner! So lassen Sie Meerjungfrau herein! Nein, mit Ihnen teilt meine Meerjungfrau das Wasser nicht. Sie lassen sofort die Meerjungfrau zu Wasser. Na, ich denke nicht daran. Dann tauche ich jetzt so lang, bis Sie die Meerjungfrau zu Wasser lassen. Bitte sehr. Es ist mir ernst. Ich zähle bis 1, 2, 3. Das sind Sie ja schon wieder. Jawohl. Passen Sie mal auf. Herr Dr. Klöbner, hören Sie mich? Die Luft anhalten kann jeder. Ach. Was sagen Sie nun? Sie langweilen mich. Aber ich kann länger sehen. Es gibt Wichtiges im Leben. Was denn? Ehrlichkeit,
Toleranz. Ja. Ja. Mut und Anstand. Ja. Ja. Hilfsbereitschaft. Ja. Tätigkeit. Zähigkeit. Ja. Aber ich kann länger als sie. Es kommt auf den Charakter an. Aber ich kann länger als sie. Das glaube ich Ihnen nicht. Dann tauchen wir jetzt gleichzeitig. Wie Sie wünschen. Das werden wir ja sehen. Das werden wir sehen. Ja. Oh. Ich habe schon verschrumpelte Finger. Ich auch. Also, eins, zwei, drei. Ist sie jemand? Hallo? Hallo?